So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, liebe Sponsoren im angeschlossenen Businessbereich, ich begrüße Sie und die beiden Trainer hiervon recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des FSV Zwickau gegen den VfL Osnabrück. Wir haben gesehen den Endstand 1:1 vor heute 5.054 Zuschauern. Wir kommen direkt zu den Einschätzungen der beiden Trainer. Da zunächst das erste Wort wie gewohnt der Gästetrainer Daniel Thun. Bitte Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ja, in Anbetracht der Tabelle hatten wir uns natürlich auch heute vorgenommen, diesen Dreier hier mitzunehmen, um vielleicht dann auch die Plätze zu tauschen mit dem FSV Zwickau. Waren von Beginn an so ein bisschen aufgestellt, dass wir mit einer tiefen Dreierkette spielen, weil wir wussten, dass viele Bälle auf Ronny König gespielt werden, um ihn ein bisschen einzugrenzen oder auch seine Torgefährlichkeit oder seine Ablagen ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, dass wir ein Plus eins sind, einen Spieler mehr haben. Das hat über weite Strecken ganz ordentlich, ist uns das gelungen, aber es war natürlich immer brandgefährlich, wenn dieser Ball dann auch einflog. Haben nach 5 Minuten diesen wirklich guten Moment für uns gehabt, dass wir 1-0 in Führung gegangen sind und haben danach es nicht geschafft, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch mehr Ballbesitzzeiten für uns zu haben. Wir haben sehr einfach Bälle abgegeben, wir haben sehr, sehr wenig Pässe an den Mann gebracht und hatten eigentlich, glaube ich, kaum Ballbesitzzeiten in der ersten Halbzeit und mussten uns dann diesem Druck erwehren, der dann in der, ich glaube, 49. Minute dann mit dem Ausgleich gipfelte. In der zweiten Halbzeit haben wir es spielerisch ein bisschen verändert. Wir wollten höher pressen, wir wollten dann auch versuchen, Mann gegen Mann zu verteidigen, um auch früher diesen zweiten Ball zu bekommen, weil wir häufig in der ersten Halbzeit zweiter Sieger waren. Aber auch da ist es uns dann nicht gelungen, aus diesen Ballgewinnen dann auch sauber im Ballbesitz nach vorne zu spielen und hatten dann 1, 2, 3 Abschlüsse aus der zweiten Reihe, aber nicht wirklich Torgefahr. Gesamtbild für mich ist so ein bisschen spielbezeichnend für die Tabellensituation beider Mannschaften. Ich glaube, dass meine Mannschaft jetzt aktuell sehr, sehr viel investieren musste die letzten Wochen und nicht diese Frische hat, die man einfach braucht in diesem Spiel halt heute, auch bei vielleicht etwas besseren Temperaturen, da über 90 Minuten Gas geben zu können. Was sie getan hat, sie hat sehr, sehr viel gekämpft, sie hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und wollte dann letztendlich auch diesen Punkt mitnehmen. Das bewerte ich dann als recht positiv, aber ja klar, wenn man hier gewinnen will, dann muss man sportlich sicherlich oder im Ballbesitz oder mit dem Ball viel, viel offensiver und auch spielfreudiger agieren und das ist uns heute ein bisschen verloren gegangen. Deswegen müssen wir mit diesem Punkt, glaube ich, und können damit leben. Vielen Dank. Dann kommen wir direkt zur Einschätzung unseres Trainers, Thorsten Ziegner, bitte. Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank. Ich finde, dass wir heute einen Dreier mehr verdient hätten. Ja, ähnlich wie es mein Kollege gerade gesagt hat. Ich glaube, meine Mannschaft hat extrem viel in dieses Spiel investiert. Ja, viel Bereitschaft, viel Laufarbeit, viel Zweikampfführung. Und was aber aktuell wie so ein roter Faden bei uns durchs Spiel geht, ist, dass wir in den Spielen relativ zügig, vor allen Dingen dann immer durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Und dass es dann noch aufwendiger wird, noch schwieriger wird, erstmal wieder zurückzukommen, dort auch viel Bereitschaft, viel Kraft flöten geht, um eben erstmal wieder im Spiel drin zu sein, ist, glaube ich, jedem selbstverständlich. Und wir haben es aber getan, sind dann belohnt worden in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich und wollten in der zweiten Hälfte den Druck eben gleich bleiben lassen. Und ich fand, dass es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so war, ja, dass wir da nicht mehr so weit vorm gegnerischen 16er waren, beziehungsweise zu weit weg vom gegnerischen 16er und dementsprechend dann auch nicht zu klaren Möglichkeiten gekommen sind. Die sind dann immer so im letzten Moment noch ein bisschen entweder abgefälscht oder geblockt worden. Ja, auch das hat Daniel gerade schon richtig gesagt, dass sich die Osnabrücker da in diese Bälle reingeworfen haben, im Zweikampfverhalten sehr aufmerksam waren. Und woran das bei uns lag, liegt auf der Hand. Ja, zum einen haben wir in den Flankenpositionen, in denen wir uns tatsächlich gut aufgehalten haben, wo wir auch viele Bälle hingekriegt haben, haben wir dann diese letzte Präzision im Flankenspiel vermissen lassen, ja, um eben genau in diese Zonen reinzuflanken, wo unsere Offensivkräfte hinlaufen und zum anderen dann eben diese Galligkeit in der gegnerischen Box, um eben vom Gegenspieler an den Ball zu kommen. Und dann bleibt es schlussendlich bei einem 1:1, was dann auch nicht ungerecht ist, das muss man einfach sagen, aufgrund dessen, dass wir dann auch nicht im eigenen Ballbesitz das so gemacht haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, wir haben diese Woche viel dafür getan. Ich glaube, das hat man im Ansatz zumindest gesehen, dass wir auch versucht haben, den einen oder anderen Ball von hinten rauszuspielen. Fest steht aber, dass da nicht sonderlich viel Präzision dabei war und deswegen die Angriffe dann relativ zügig verpufft sind. Aber ähnlich wie es bei Osnabrück der Fall war, muss ich meiner Mannschaft dort
ein Kompliment machen, was das Läuferische anbetrifft, was die Einsatzbereitschaft anbetrifft, dort alles zu geben, um eben zum einen den Rückstand wieder aufzuholen und zum anderen dann vielleicht auch irgendwie noch 3 Punkte zu holen. Und dementsprechend können wir oder müssen wir mit dem einen Punkt auch leben. Ich denke, es ist insgesamt in der Tabelle nicht sonderlich viel für uns passiert, sondern wir haben nach wie vor 9 Punkte plus das bessere Torverhältnis auf unserer Seite, 5 Spieltage jetzt vor Schluss, und es bleibt dabei, dass wir in den 5 Spielen es auch selbst in der Hand haben, und das ist unser ganz klares Ziel, das aus eigener Hand eben zu klären. Das war unser einziges Saisonziel, was wir jetzt noch haben, in der Klasse zu bleiben, eben zu erreichen. Vielen Dank. Ja, auch dir vielen Dank für deine Einschätzung zum Spiel. Nun ist die Zeit wieder gekommen für Ihre Fragen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich sehe, es dies nicht der Fall. Dann bleibt nur noch den Gästen eine gute Heimreise zu wünschen. Ihnen allen einen schönen restlichen Sonntag. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Tschüss. Danke.